Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich überbringe Ihnen die Grüße der gesamten Bundesregierung. Ich habe zwar keine formelle Ressortabstimmung dazu durchgeführt, aber ich glaube, dass auch unsere Koalitionspartner von der SPD und von der CSU in diesem Fall mit uns einer Meinung wären. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Ich begrüße meine Amtsvorgängerin Brigitte Zypris. Liebe Brigitte, herzlich willkommen. Ich freue mich über die Anwesenheit von Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag und möchte namentlich ausdrücklich auch Herrn Kubicki erwähnen. Es freut uns sehr, dass auch die wichtige Oppositionspartei der Freien Demokraten hier vertreten ist, denn wir leben davon, dass Sozialpartnerschaft über Parteigrenzen hinweg gelebt und gestärkt wird. Herzlich willkommen, lieber Herr Kubicki. Ich begrüße selbstverständlich meinen Staatssekretär Thomas Bareis, der noch wichtige Gespräche in der Türkei geführt hat am Wochenende. Und ich freue mich sehr, dass die führenden Vertreter der Sozialpartner heute bei uns sind, Herr Hoffmann für den Deutschen Gewerkschaftsbund und Herr Kramer für die BDA. Vielen herzlichen Dank, dass Sie das möglich gemacht haben, dass Sie mit uns diskutieren. Und ich freue mich auch, dass ich Frau Mocker begrüßen darf, die in der Innovationsstiftung Nesta Direktorin ist, und außerdem Frau Frohloff, die Moderatorin der Veranstaltung, und Frau Kaiser, die Mitbegründerin und Geschäftsführerin von Tandem Bloy. Das heißt also, wir sind hier in einer guten Runde. Und diese Runde ist wichtig, weil sie eine junge Runde ist. Wir haben diesen Sozialpartnerdialog erst 2014 begründet. Und er ist also jetzt gerade mal 4 Jahre alt, er lernt laufen. Und es ist mir als Minister wichtig, dass wir ihn fortsetzen. Weil ich glaube, dass wir das Gelingen von Marktwirtschaft, von sozialer Marktwirtschaft, und ich bin ein heftiger Überzeugungstäter, wenn es darum kommt, klarzumachen, dass wir einen großen Teil unseres heutigen Wohlstandes nicht hätten, wenn wir uns nicht mutig 1948 für Marktwirtschaft entschieden hätten. Das war damals Ludwig Erhard. Deshalb trägt dieser Saal seit einigen Wochen den Namen Ludwig Erhard. Es ist der größte und schönste Saal, den dieses Ministerium zur Verfügung hat. Und wenn es uns nicht möglich gewesen wäre, damals die Marktwirtschaft einzuführen, sie in ganz Europa als soziale Marktwirtschaft zu einem europäischen Modell weiterzuentwickeln, und dann hätten wir heute weltweit vielleicht andere Voraussetzungen und Bedingungen. Deng Xiaoping hat im Jahre 1986 gesagt, mir ist egal, ob die Katze schwarz oder weiß ist, Hauptsache sie fängt Mäuse. Und seit die Katze Marktwirtschaft losgelassen wurde in China, in Vietnam und überall auf der Welt nach dem Ende des Kalten Krieges, fängt sie Mäuse ohne Ende. Und sie trägt dazu bei, dass Menschen ein menschenwürdiges Leben führen können, dass Wertschöpfung stattfindet und dass wir das Versprechen der Teilhabe für möglichst viele Schritt für Schritt verwirklichen können. Die Sozialpartnerschaft trägt dazu bei, dass es gelingt. Wir haben sie in den 50er Jahren entwickelt, nach schwierigen Erfahrungen in den 20er und 30er Jahren. Wir haben diese Sozialpartnerschaft über Höhen und Tiefen hinweg bewahrt. Es gab Zeiten, wo die Konfrontation einen größeren öffentlichen Aufmerksamkeitswert gefunden hat als die Kooperation. Aber diese Sozialpartnerschaft hat gehalten. Und sie ist Teil eines Erfolgsmodells, wo man eben Stabilität und Berechenbarkeit weltweit von Deutschland erwartet, und zwar zu Recht, und wo es möglich war, Konflikte zu lösen, ohne dass jeder einzelne Konflikt sofort zu einem Streik oder zu Arbeitskampfmaßnahmen führen musste. Wir haben diese Sozialpartnerschaft in jeder Generation neu zu verteidigen und neu zu begründen. Beispielsweise auch vor dem Hintergrund, dass heute viele Unternehmen nicht mehr sehen, warum sie sich tariflich binden sollen, und dass viele Arbeitnehmer nicht mehr sehen, warum sie Mitglied einer Gewerkschaft werden sollen. Und das ist etwas, worüber wir nachdenken müssen und was wir politisch besprechen müssen. Denn Sozialpartnerschaft ist nur dann imstande, ihre positiven Wirkungen zu entfalten, wenn auch ein substanzieller Teil der Arbeitnehmer und
der Unternehmen in dieser Sozialpartnerschaft mit aufgehoben sind. Wir können niemanden dazu zwingen, Gewerkschaftsmitglied zu werden oder Mitglied einer Arbeitgebervereinigung zu werden, einen Tarifvertrag beizutreten, aber wir können die Sozialpartnerschaft so ausgestalten, dass es interessant und attraktiv wird, sie neu zu beleben, dass sie Anwendung finden kann auf neue Formen der Beschäftigung, etwa beispielsweise im Bereich des Crowdworkings oder im Bereich der IT und digitalen Technologien. Da stehen wir vor großen Herausforderungen. Wir diskutieren das jedes Jahr einmal in Meseberg in Anwesenheit der Bundeskanzlerin mit den Sozialpartnern. Und diese Diskussionen werden auch in Zukunft fortgeführt. Mir ist aber wichtig, dass dies keine elitären Diskussionen sind unter wenigen, sondern dass wir auf breiter Front einen Dialog in Gang bringen zwischen den Beteiligten. Wir haben in Deutschland in der Vergangenheit den sogenannten Branchendialog oder die Branchendialoge eingeführt. Die werden wir fortführen, weil wir damit nämlich branchenspezifisch Spitzentreffen mit Vertretern von Verbänden und Gewerkschaften ermöglichen. Der nächste wird stattfinden zum Thema Maschinenbau am 20. November. Wir haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, demnächst den Festakt 100 Jahre Tarifautonomie und Sozialpartnerschaft. Und damit können Sie erkennen, dass wir diesem Thema eine große Aufmerksamkeit widmen und dass wir erreichen wollen, dass die Sozialpartnerschaft uns auch in schwierigen neuen Entscheidungen hilft, den richtigen Weg zu finden. Und wir stehen vor diesen Herausforderungen. Wir erleben im Augenblick einen Prozess der Digitalisierung, der die alten Grenzen zwischen der Welt der Maschinen einerseits und der virtuellen Welt des Internets andererseits verwischt. Es wird künftig keine Maschine mehr geben ohne Internet, und das Internet wird ganz wesentlich mit Maschinen funktionieren und für Maschinen vorhanden sein. Und deshalb stellt sich die Frage, wie wir in dieser Situation tatsächlich unsere eigenen Interessen wahrnehmen und dafür sorgen, dass Wertschöpfung in Europa bleibt. Ich bin, sehr geehrte Frau Moderatorin, Frau Frohloff, durchaus überzeugt, dass wir am Ende dieses neuen Innovationsschubes weltweit nicht weniger Arbeitsplätze haben werden als heute, weil ich glaube, dass es genügend Arbeit gibt, die von Menschen getan werden kann, auch dann, wenn Maschinen eines Tages mehr Arbeitsstunden leisten sollten als Menschen. Aber es ist nun einmal nicht so, dass die neuen Arbeitsplätze automatisch dort entstehen, wo die alten Arbeitsplätze wegfallen. Und deshalb muss Europa um seine Wettbewerbsfähigkeit kämpfen. Deshalb muss Deutschland dafür kämpfen, dass es ein attraktiver Standort ist. Ich möchte mit Ihnen allen gemeinsam eine Industriestrategie erarbeiten, für die ich in den nächsten Tagen einen ersten Entwurf vorlegen werde, wo wir versuchen, in einer strategischen Anstrengung diejenigen Bereiche zu definieren, wo wir besser werden müssen und wo wir uns anstrengen müssen, damit Deutschland seinen Anteil an industriellen Arbeitsplätzen, der derzeit über 20% liegt, auch in Zukunft verteidigt und behält. Und dann spielt es schon eine Rolle, ob das Auto der Zukunft beim Vertragshändler von Mercedes oder BMW gekauft wird und man sich aussuchen kann, ob die Plattform für autonomes Fahren in Europa oder in den USA entwickelt worden ist oder ob dieses Auto im Flagship-Store von Google oder Apple gekauft wird, wenn man eine solche Plattform kauft. Und dann kann man den Mercedes, den BMW, den Mitsubishi oder Toyota mit dazu kaufen. Da wird über Wertschöpfungsketten entschieden. Und die Frage, wo die neuen Lösungen der künstlichen Intelligenz beim autonomen Fahren, bei der medizinischen Diagnostik und anderswo zum Einsatz kommen, wo diese Lösungen entwickelt werden und wo sie vor allen Dingen auf die Straße gebracht werden, wo sie funktionieren, wo sie zur Anwendung kommen, das ist eine völlig offene Frage. Und wir müssen uns anstrengen, damit wir bei dieser enorm sich beschleunigenden Innovation nicht am Ende hinterherlaufen, wo wir eigentlich vorneweg marschieren müssten. Und da gibt es eben neben der künstlichen Intelligenz viele Bereiche, wo wir in der Zukunft solche Beschleunigungen erleben werden, ob es das Quantencomputing ist, ob es die Biotechnologie ist, viele andere Bereiche, wo wir heute schon absehen können, dass in 10, 15 Jahren nicht ähnlich große Veränderungen vollziehen wie heute im Bereich der Digitalisierung. Wir haben einen anderen Bereich, der uns interessiert, weil wir feststellen, dass nicht nur die Autos der Zukunft, sondern wahrscheinlich fast alle Anwendungen, die Kraft und Elektrizität brauchen, irgendwann mit Batterien möglich sind. Vom Rasenmäher und vom Graskantenschneider
über das Fahrrad und das Automobil bis hin zu Flugzeugen. Elon Musk hat mal gesagt, everything will fly with batteries except rockets. Also außer Raketen ist generell jeder Antrieb für ein elektrisches Gerät möglich mit der Kraft von Batterien. Und die Frage ist, ob wir wollen, dass diese Batterien in Asien produziert werden oder in Kalifornien, oder ob wir auf einem sich rasant entwickelnden Weltmarkt für mobile elektrische Anwendungen dann auch als Europäer unseren Anteil geltend machen wollen. Diese Fragen müssen wir diskutieren. Die wird Herr Kubicki vielleicht anders beantworten als Frau Nahles. Das sind Fragen, über die kann man kontrovers diskutieren. Aber entscheidend ist, dass wir uns nicht ablenken lassen von irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen, sondern über die Fragen diskutieren, die für die Zukunft dieses Landes wichtig sind. Ich selbst habe beim Tag der deutschen Industrie gesagt, wir müssen dann auch darauf achten, dass in Zukunft, wenn wir feststellen, dass der Staat mehr Einnahmen generiert, dass die Steuereinnahmen weiter steigen, dass die Spielräume, die haushalterischen Spielräume wachsen, dass wir dann eben einen Teil, einen wichtigen Teil dessen, was mehr in die Kassen kommt, nicht einseitig für konsumtive Ausgaben ausgeben, sondern auch denen zurückgeben, die diese Einnahmen generiert haben, nämlich den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern, weil es wichtig ist, dass wir die Gewichte nicht verschieben und dass alle an dieser Entwicklung ihren Anteil haben. Sie sehen, meine Damen und Herren, es gibt unglaublich viel zu tun. Wir werden in Deutschland mehr Unternehmensgründerinnen und Unternehmensgründer brauchen. Und die Frage wird sein, ob sich dieses Ganze abspielt außerhalb der alten Tarifpartnerschaft oder ob wir imstande sind, maßgeschneiderte Angebote zu entwickeln, die es für ein junges Start-up mit 50 oder 100 Mitarbeitern attraktiv macht, eine solche Bindung einzugehen. Wir werden neue Technologiebereiche haben, die wir in Europa heimisch machen wollen. Wollen wir erreichen, dass sich dort entsprechende Arbeitgebervereinigungen bilden und dass sie in einer Sozialpartnerschaft weiterentwickelt werden? Oder sagen wir, das interessiert uns nicht, es ist uns egal. Ich meine, es darf uns nicht egal sein. Und deshalb reden wir auch über Arbeit 4.0, über die Veränderung der Arbeitswelt und die Fachkräfte und die Weiterbildung. Und ich will dazu nur einen Punkt sagen. Wir haben gemeinsam im Kabinett uns dafür entschieden, diese Weiterbildungsstrategie zu entwickeln, weil wir glauben, dass lebenslanges Lernen in Zukunft ein ganz entscheidender Punkt ist und dass die Menschen eben nicht erst dann Weiterbildung bekommen sollen, wenn sie arbeitslos geworden sind, sondern dass wir innovative Entwicklungen antizipieren. Damit können wir auch einen Beitrag dazu leisten, populistische Parteien von rechts oder links die Arbeit zu erschweren. Wir haben Eckpunkte beschlossen für ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz am 2. Oktober. Dies wird eine der großen Herausforderungen der Zukunft werden, weil einerseits selbstverständlich viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Angst haben vor Konkurrenz oder vor Lohndumping. Auf der anderen Seite wir aber sehen, dass wir heute bereits in vielen Branchen einen enormen Fachkräftemangel haben. Das Wachstum in Deutschland könnte zwischen einem halben und einem Prozentpunkt höher sein, wenn wir genügend Fachkräfte zur Verfügung hätten, wenn viele Unternehmen ihre Ausrüstungsinvestitionen nicht vertagen oder canceln würden, weil sie die Sorge haben, dass sie nicht genügend Fachkräfte finden. Und das ist erst der Anfang. Wir schaffen derzeit zwischen 500.000 und 600.000 neue erwerbstätigen Positionen in Deutschland in einem Jahr. Wir werden im nächsten Jahr über 45 Millionen Erwerbstätige haben, so viel wie noch nie in unserer Geschichte. Und gleichzeitig treten die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand und geburtenschwache Jahrgänge rücken nach. Das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen, denn wenn wir nicht rechtzeitig reagieren, dann werden Arbeitsplätze wegfallen und keine neuen entstehen. Dann werden wir den Anschluss verlieren an internationale Entwicklungen und deshalb müssen wir sowohl das Potenzial im Inland nutzen, wie auch den Fachkräftezuzug oder die Fachkräfteeinwanderung aus dem Ausland fördern. Sie sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben viel zu tun. Lassen Sie mich abschließend sagen, dass ich manchmal, wenn ich über Digitalisierung nachdenke, darüber nachdenke, wie das ist in 30 Jahren, dann ist Herr Kubicki vielleicht Bundeswirtschafts- oder Finanzminister. Ich bin dann vielleicht im Ruhestand mit Knie- und Hüftgelenkarthrose geplagt und sitze in meinem Sessel und dann wird einer dieser modernen
Roboter, die derzeit in Japan und in den USA mit Hochdruck entwickelt werden, dezent in der Ecke stehen und bereit sein, mir zu helfen und mir Handgriffe zu ermöglichen, meinen Gesundheitszustand dezent zu überwachen. Und dann werde ich ihm sagen, geh mal in die Küche und hol noch ein Bier. Und dann wird der Roboter sagen, Herr Minister, Ade, es tut mir schrecklich leid. Sie waren bei dem 35. Sozialpartnerempfang und Sie haben 6 Bier zu viel. Das Bier ist für heute gestrichen, weil die Harnsäurewerte außer Rand und Band sind. Und da werde ich sagen, mein lieber Roboter, wenn damals die Sozialpartner und der Wirtschaftsminister und die ganze Regierung nicht dafür gesorgt hätten, dass die besten Roboter in Deutschland gebaut wären, dann wären Sie heute ein Gastarbeiter aus den USA oder aus Japan. Ab in die Küche und holen Sie das Bier. So, und das ist der Approach, den ich gerne Ihnen allen vermitteln möchte. Die Herausforderungen, die wir haben, sind nicht banal, aber sie sind spannend und sie lassen sich lösen. Und wenn wir ohne Angst und mit Innovationskraft und mit Kreativität an diese Herausforderungen herangehen, dann werden wir sie auch lösen können. Heute wollen wir in einer Podiumsdiskussion über einige von diesen Herausforderungen sprechen. Danach sind Sie herzlich eingeladen zu einem Get-Together. Und ich würde mich freuen, wenn dieser Sozialpartnerempfang alle künftigen Bundesregierungen, egal wer sie stellt, überleben würde und immer wichtiger wird, bis wir eines Tages die Berliner Kongresshalle mieten müssen, weil nicht mehr alle Platz haben in diesem schönen Raum. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich bin gespannt, welche Einschätzung es dazu jetzt gibt. Und ich freue mich sehr, dass wir neben den beiden zentralen Vertretern der Sozialpartnern auch zwei Frauen mit auf dem Podium haben, die das Thema Digitalisierung seit langem sehr innovativ, sehr konstruktiv mit vorantreiben und durchdenken. Und ich darf auf die Bühne bitten Anna Kaiser, Gründerin und Geschäftsführerin von Tandemploy, und Valerie Mocker, Entwicklungschefin der britischen Innovationsstiftung Nestor. Bitte, so drüben. Hallo, hier drüben bitte. Und den DGB-Vorsitzenden Rainer Hoffmann und den BDA-Präsidenten Ingo Kramer. Herzlich willkommen. So, hier bitte, Herr Kramer. So. Ja, also, zuerst wollen wir vielleicht nochmal das große Bild zeichnen. Herr Hoffmann, wie sind wir mit unserem Wirtschaftsstandort Deutschland denn aus Ihrer Sicht jetzt eingestellt? Wir müssten ja eigentlich hochzufrieden sein. Wir haben die Wirtschaftskrise gut überstanden. Wir haben fast Vollbeschäftigung. Deutschland gilt als Wachstums- und Wirtschaftslokomotive. Also können die Gewerkschaften zufrieden sein? Ja, selbstverständlich haben wir auch Grund, zufrieden zu sein. Ich will noch ergänzen, dass die Mitgliedsgewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes in den letzten Monaten hervorragende Tarifabschlüsse getätigt haben. Das hat dazu beigetragen, dass wir die Binnennachfrage in diesem Land stärken konnten. Auch das war ein Beitrag, die Wirtschaft zu stabilisieren. Und im Kern haben Sie völlig recht. Wir befinden uns gegenwärtig in einer wirtschaftlich außerordentlich stabilen Situation. Bei allen Instabilitäten, die um uns herum zu verzeichnen sind, und auch der Arbeitsmarkt ist so robust wie lange nicht mehr. Aber keiner wird sich hier wundern, dass ich als Gewerkschafter nicht nur auf die Stärken hinweise, sondern auch auf ein paar Schwachpunkte. Leider ist dieses Land auch dadurch gekennzeichnet, dass wir nach Litauen uns den nicht zu ertragenden Luxus gönnen, den größten Niedriglohnsektor in Europa zu haben. 10%, rund 7 Millionen Menschen verdienen unter 10,20 Euro. Ich finde, das ist nicht das beste Erfolgskriterium für eine soziale Marktwirtschaft. Und Herr Kramer kennt dieses Argument, wir werden darüber noch zu diskutieren haben. Wir werden ja morgen auch 100 Jahre Stinnes-Legin feiern, also nicht erst in wenigen Wochen, sondern morgen sehr konkret, dass in Deutschland leider nur noch jeder zweite Arbeitnehmer unter den Schutz von Tarifverträgen fällt. Und gerade eines der zentralen Gestaltungsmerkmale unserer sozialen Marktwirtschaft war immer gewesen, dass wir eine hohe Tarifbindung haben. Damit sieht es leider gar nicht so gut aus. Und wir stehen natürlich auch vor gänzlich neuen Herausforderungen. Und meine These für die weitere Diskussion ist, wenn wir diese Herausforderungen wirklich gestalten wollen, erfolgreich gestalten wollen, dann ist es eines der zentralen Aufgaben in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, die Tarifbindung in diesem Lande wieder deutlich nach oben zu schieben. Und wie ist Ihr Blick, Herr Kramer, auf den Wirtschaftsstandort Deutschland? Die ganze Welt beneidet uns, die europäischen Nachbarn sowieso. Ganz viele aus der ganzen Welt wollen zu uns. Das finden wir nicht in allen Fällen so ganz gut. Aber es muss ja irgendwas dran sein an unserer Volkswirtschaft, an unserem Gesellschaftssystem, das zu einem solchen Zuspruch weltweit führt. Also im internationalen Vergleich
stehen wir relativ einsam gut da. Das hat ja Herr Hoffmann auch in seinen ersten zwei, drei Sätzen gesagt. Und natürlich, wo Licht ist, ist immer auch ein bisschen Schatten. Aber wir müssen aufpassen, dass wir, wie jetzt auch vielleicht ein paar Zell in dem Wahlkampf etwas schiefgegangen, nicht die Schatten überbewerten und das Licht vergessen. Dann kriegt man manchmal merkwürdige Ergebnisse. Also man muss vielleicht in Deutschland auch sich wieder angewöhnen, nicht nur The German Angst nach vorne zu stellen, sondern The German Erfolgsquote. Das heißt, deutlich machen, dass wir auf das, was wir bisher schon geschafft haben, stolz sein können, uns darauf aber nicht ausruhen, sondern das weiterführen wollen. Und nicht die Probleme nach vorne stellen, sondern die Probleme auch erledigen, aber an den Erfolgsfaktoren arbeiten, damit wir auch übermorgen und in 10 Jahren noch so erfolgreich sind. Machen können wir das. Das Potenzial ist da. Manchmal, wie auch in der jetzigen aktuellen strittigen Diskussion, scheint mir das ein bisschen in Vergessenheit zu geraten. Schauen wir uns die Fakten vielleicht mal ein bisschen genauer an, auch im Hinblick auf den internationalen Vergleich, den Sie kurz angesprochen haben. Wir haben hier eine Grafik. Die ersten 10 der wertvollsten Unternehmen der Welt sind hier aufgelistet. Und wir sehen, dass unter den Top 10 fast nur US-Konzerne sind. Und das sind fast ausschließlich auch Technologiekonzerne. Zwei chinesische Konzerne sind auch dabei. Also trotz unserer wirtschaftlichen Stärke sind deutsche Unternehmen, das sieht man unten rechts, nur 2 Unternehmen jetzt hier aufgeführt auf dieser Liste, SAP auf Platz 58, Siemens auf Platz 53. Also das zeigt doch, dass gerade bei der Technologieentwicklung ein ganz großer Bedarf ist und das ist ja auch unser Thema heute. Frage an Frau Mocker. Sie treiben ja in Großbritannien das Thema Digitalisierung mit Ihrer Innovationsstiftung Nesta voran. Nesta ist eine sehr große Stiftung mit Sitz in London, die sich mit sehr praktischen Lösungen auch zur Verbesserung des Alltags beschäftigt, Technologien und dazu auch Regierungen, Unternehmen und Organisationen berät. Wenn man sich diese Grafik anguckt, Frau Mocker, wie können wir denn von der Seitenlinie wegkommen und wieder aufs Spielfeld? Wenn ich mir diese Grafik angucke, dann denke ich, was soll das? Was soll das? Wenn wir nämlich uns mal überlegen, wir sind hier nicht alle im Raum, sondern wir sind ganz normale Leute auf der Straße und sehen diese Grafik und sagen, unser Ziel ist es, dass in 10 Jahren, 20 Jahren die Unternehmen, die Deutschen, ein paar Schritte weiter vorne sind oder unter den Top 10. Ja? Die Zukunft, die wir da aufbauen, ist eine Winner-Takes-It-All-Zukunft. Und das ist genau die Zukunft, die Angst macht. Ja? Diese Winner-Takes-It-All-Zukunft, wo einige wenige Unternehmen die Regeln bestimmen, nach denen wir dann alle leben müssen. So. Und das ist aber eine Version der Zukunft. Es gibt auch eine andere Version der Zukunft, das wäre eine Wohlstand-für-alle-Zukunft. Und eine Wohlstand-für-alle-Zukunft ist eine Zukunft, wo Technologie mir und Ihnen und Ihnen und Ihnen und Ihnen und Ihnen hilft, ein Leben so zu leben, wie Sie es möchten. Und dass Ihr Leben im Alltag spürbar besser wird. Und das ist ja alles möglich. Gestern zum Beispiel saß ich in der schönen Sonne, das hat man in Großbritannien ja nun nicht so oft. Dort saßen wir mit einem deutschen Freund, einem Unternehmer von hier. Und wir haben darüber gesprochen, über unsere Erfahrungen in Deutschland, in Großbritannien. Und ich habe davon erzählt, was es in Großbritannien, was wir da so gemacht haben. Und wir haben über Krankenwagen gesprochen. Kann ich mir mal fragen, dass alle die Hand heben, die mal einen Krankenwagen rufen mussten? Ja, so ungefähr die Hälfte. Statistisch gesehen müssen alle von uns mindestens einmal im Leben einen Krankenwagen rufen. Und unser Problem momentan ist zum Beispiel, dass die Krankenwagen oft nicht schnell genug zu uns kommen. Wenn wir hier jetzt einen Herzstillstand hätten, einen Fall hier, dann würde der Krankenwagen ungefähr 10 Minuten brauchen, auf dem Land noch sehr viel länger. Und nach 4 Minuten ist es eigentlich zu spät. Und in so einem Fall kann dann Technologie uns helfen, zum Beispiel digitale Plattformen, die in Krankenwagensysteme eingebaut werden, dass Ersthelfer, die gerade hier in der Gegend sind, benachrichtigt werden und innerhalb dieser wichtigen 4 Minuten hier sein können und Menschen das Leben retten. Oder was auch schon geht, theoretisch, ist, dass man, wenn man mit einem Krankenwagen zum Unfallort muss und da dann aber eigentlich eine Blutkonserve braucht und die gerade nicht da ist, dass man mit Drohnen diese ganz schnell dorthin fliegen kann. Das sind 2 Beispiele, die es in Großbritannien schon gibt. Die digitale Plattform flächendeckend, die Drohnen können jetzt dort bald fliegen. Und hier in Deutschland ist unsere größte Herausforderung für solche Innovationen, für Dinge, die wirklich digitalen Wohlstand für alle schaffen könnten, dass die nicht den Freiraum haben,
um diese Sachen überhaupt ausprobieren zu können. Dann sagte nämlich gestern unser deutscher Unternehmerfreund, mein Problem ist eigentlich ein Rum-Problem. Ja, das ist kein Alkoholproblem mit dem Rum, aber Rum steht für Regulierung, für Unternehmen und für Mitarbeiter und Menschen. Das heißt, wenn hier Innovationen geboren werden und mal getestet werden wollen, dann können viele, wie die Drohnen zum Beispiel, gar nicht fliegen, weil wir nicht den regulatorischen Raum haben, um das zuzulassen. Wenn wir so digitale Plattformen haben, die in die Krankenwagen in Großbritannien jetzt schon flächendeckend eingebaut werden, dann ist es oft so, dass man zu den Krankenwagen oder zu den Krankenhäusern hingeht und die Organisationen, Unternehmen sagen, ist alles ganz schwierig und da haben wir eigentlich keine Zeit für. Und es gibt dann auch viele Mitarbeiter oder wir sprechen auch über Verbraucher, ja, also Menschen, die von neuen Technologien, Digitalisierung extrem profitieren könnten, das aber im Endeffekt nicht können oder nicht machen, weil sie den Nutzen nicht sehen, den Mehrwert. Und wenn sie es aber mal ausprobieren würden, wüssten wir, dass sie es eigentlich dann auch gerne benutzen wollen würden. So. Und an diesem Rum-Problem müssen wir arbeiten und dann können wir gleich mal drüber schnacken, wie wir das in Großbritannien machen. Genau, und das wollen wir auch gleich tun. Bezogen nochmal auf die Grafik, die wir gezeigt haben, ganz so schlimm sieht es ja auch tatsächlich nicht aus. Da gibt es nämlich noch eine zweite Grafik dazu. Das Ganze stammt übrigens auch aus der Studie des World Economic Forum. Und in dieser zweiten Grafik sehen wir, dass deutsche Unternehmen in den Top 300 natürlich durchaus vertreten sind. Nur um das mal kurz in der Relation auch darzustellen. Man muss es ja nicht runterreden. Hier sehen wir die großen deutschen Unternehmen, Siemens, SAP, Bayer, Sie sehen das, kommen also durchaus vor. Aber wir haben es gesehen, an der Weltspitze, da sind die amerikanischen IT-Konzerne, Frau Kaiser. Ihr Unternehmen Tandemploy macht Unternehmen ja fit für IT, für Digitalisierung und zwar mit sehr innovativen Ansätzen. Sie gehören mit zu den Vordenkern im Bereich HR, kann man glaube ich sagen, mehrfach preisgekrönt. Was sind denn aus Ihren Erfahrungen heraus unsere Blockaden? Warum kommt es so schleppend voran mit der Digitalisierung? Also ich glaube, was Valerie zu Beginn gesagt hat, erstmal auf solche Folien zu gucken und ständig Dingen hinterher zu rennen, die wir nicht mehr aufholen können, ist einfach auch der falsche Weg. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Bereiche im Zuge der Digitalisierung, die wir in Deutschland im Moment nicht mehr aufholen können. Das ist ganz klar, aber das ist auch völlig in Ordnung, weil wenn wir auf diese Folie hier zum Beispiel gucken, dann sehen wir, dass wir in Deutschland eine ganz großartige, etablierte Industrie haben, die sich über die letzten Dekaden die auch ihre Berechtigung hat, ne? Und die funktioniert. Wir haben so viele tolle Hidden Champions auch in Deutschland und ich finde es wichtig, dass wir auch über die sprechen und überlegen, wie wir mit denen eine innovative Entrepreneurship kreieren können und zwar ganz nach unseren Werten und Vorstellungen, weil ich weiß nicht, ob wir Facebook und Amazon und Apple und so in allen Bereichen wirklich, ob wir die nachahmen wollen. Ich glaube das nicht und ich glaube, das ist wichtig und ganz oft erlebe ich aber im Austausch mit unseren Kunden und mit allen Firmen da draußen, dass wir oft weniger Angst davor haben, uns im groß angelegten Entwurf zu verlieren, als mit einer kleinen konkreten Idee mal zu scheitern. Und wenn wir die großen Technologiefirmen in den USA anschauen, wie die groß geworden sind, dann war das ganz oft aufgrund einer Lean-Startup-Methode, dass man viel ausprobiert hat, dass man mal bewusst mit noch nicht fertigen Produkten an den Markt gegangen ist und getestet hat, dann gelernt hat, zurückgegangen ist und es verändert hat, angepasst hat und nochmal probiert. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, Herr Altmaier hat es auch vorhin gerade nochmal gesagt, der Mut, ja, die Offenheit, die Innovationsfreude, es ist was ganz, ganz Wichtiges und ich glaube, wir müssen, was das betrifft, visionär auf allen Ebenen, nicht nur in der Politik, sondern auch in den Unternehmen so voranschreiten. Da gibt es einfach keinen Weg drumherum. Also von dem her ist bei mir ganz stark ein Appell an eine gewisse Innovationsfreude in den Unternehmen und da werden wir bestimmt gleich drauf kommen, wie wir die herstellen können und gefühlt haben wir nämlich zu viel Transformation erlebt, die über die Gesellschaft und die Unternehmen hereingebrochen ist von außen und ich sage ganz oft, dass es viel wichtiger ist, wenn wir statt so eine unumweichliche Disruption von außen erleben in unserer Wirtschaft, wichtiger auch mal so eine Eruption von innen an unerwarteten Potenzialen, die sichtbar wird und daraus ganz viel entstehen kann. Mhm. Herr Kramer, da können Sie sicherlich mitgehen. Disruption in den Unternehmen, das passiert nicht automatisch. Wie kommen Unternehmen dorthin? Welche Anstrengungen werden unternommen?
Disruption in den Unternehmen kommen durch Ideenreichtum und die Möglichkeit und Fähigkeit, das auch umsetzen zu können. Diese sind in Deutschland deutlich größer, als man landläufig annimmt, wenn man sich solche Statistiken, wie wir die erste gesehen haben, annimmt. Diese erste Statistik, die Sie gezeigt haben, suggeriert ja, dass Größe allein bereits ein Erfolg für eine Volkswirtschaft ist. Das ist es nicht. Ich glaube, die Stärke unserer Volkswirtschaft, und ich würde das sogar auf den größten Teil der europäischen Volkswirtschaften auch übertragen wollen, ist, dass wir hier nicht von einzelnen Flaggschiffen auch volkswirtschaftlich abhängig sind, sondern von einer Vielzahl von mittelständischen Unternehmen, die viel mehr Wertschöpfung übrigens in Deutschland machen als die großen Unternehmen zusammen, abhängig sind. Das heißt, auch wechselnde Entwicklungen bis hin zu Krisenentwicklung viel leichter abfedern können, als wenn man von einigen wenigen Großunternehmen volkswirtschaftlich abhängig ist. Und wenn Sie sich eben angesehen haben, die erste Reihe waren, glaube ich, nur amerikanische Firmen. In der zweiten Reihe kamen erstmal zwei oder drei chinesische Firmen und dann kamen noch deutsche. Fragen Sie doch mal hier rum, wer möchte denn lieber in Amerika oder in China arbeiten, weil doch da die tollen Firmen sitzen? Meldet sich doch gar keiner. Mhm. Also der Wert an sich liegt nicht nur in der Größe, sondern auch in den Umständen, in denen man in diesen Firmen arbeitet, in den Umständen, was diese Firmen anbieten. Es waren übrigens alles Unternehmen, die überhaupt nichts mit Produktion zu tun haben, sondern ausschließlich aus einer Idee heraus. Wenn Sie einen großen Markt finden, den Sie im Englischsprachigen leichter finden als im Deutschsprachigen, das schnell skalieren konnten. Damit will ich den Wert dieser Unternehmen nicht kleinreden. Ich will es nur nicht als das alleine anzustrebende Ziel einschätzen. Ich glaube, da sind wir mit unseren Möglichkeiten, den Hidden Champions, Sie hatten diesen Begriff eben schon gebracht, viel, viel besser aufgestellt, wenn es darum geht, auch Entwicklungen in der Breite der Gesellschaft, in der Breite der Bevölkerung umzusetzen. Wirklich, nicht das Licht unter den Scheffel stellen, braucht man nicht. Jetzt hat Herr Altmaier vorhin schon angesprochen, das Thema neue Jobs. Viele Ökonomen sagen, Herr Hoffmann, sowas Neues ist das gar nicht mit der digitalen Revolution. Im 19. Jahrhundert hat es ja auch schon die Dampfmaschine gegeben, die die Arbeitswelt revolutioniert hat. Und da sind ganz neue Arbeitsfelder entstanden, ganz neue Jobs entstanden. Dann gab es die Automatisierung in den 70er, 80er Jahren, heißt es, ganz ähnlich. Sehen Sie, dass mit so einem Technologisierungsschub wie der Digitalisierung zwangsläufig neue Jobs entstehen werden? Ja, ich glaube, damit werden neue Jobs entstehen. Das wissen wir auch, wenn wir einfach mal ein bisschen historisch zurückblicken. Ich erinnere mich noch daran, als junger Gewerkschafter, wir uns natürlich hier damals nicht unter dem Stichwort Digitalisierung, sondern mit Roboter, CNA-Maschinen und vielen anderen Dingen auseinandergesetzt haben. Da gab es einen Titel im Spiegel mit Robotern drauf, mit der Unterschrift Hilfe, Roboter machen euch arbeitslos. Und wir haben darauf hingewiesen, dass wir heute den höchsten Stand haben an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen und die Studien, die kursieren, seien es Osborne und Fry oder andere, die prognostizieren, dass wir in den nächsten 20 Jahren 40-50% der Arbeitsplätze verlieren werden. Ich glaube, denen sollte man nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken, nicht nur, weil sie methodisch fragwürdig sind, sondern weil sie auch falsche Perspektiven eröffnen. Ich halte es da eher mit neueren Untersuchungen, beispielsweise des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, bezogen auf die Bundesrepublik, und die feststellen, natürlich, wir werden je nach Zeitachse der Betrachtung 2-2,5 Millionen Arbeitsplätze verlieren. Es werden aber auch 2-2,5 Millionen Arbeitsplätze neu entstehen, allerdings in völlig anderen Bereichen. Wachstumsbereiche sind beispielsweise in Deutschland soziale Dienstleistungen, Pflege, der ganze Kita-Bereich, der Medienbereich gehört mit zu den Wachstumsbereichen. Allerdings sind das alles Bereiche, die eben nicht in den traditionellen Sektoren, wo wir immer noch stark sind, gegenwärtig existieren. Und die Frage ist, wie gelingt uns, diesen Transformationsprozess zu organisieren, dass am Ende auch gute Arbeit dabei rauskommt? Und es ist gerade mehrfach zu Recht darauf hingewiesen, eine der großen Stärken der bundesrepublikanischen Ökonomie ist, dass wir nach wie vor eine extrem hohe industrielle Wertschöpfung haben. Und ich denke, das ist auch eine Stärke im Kontext der Digitalisierung. Und dieses erste Schaubild, was sozusagen den Marktwert dieser Unternehmen abbildet,
auch davon sollten wir uns nicht irritieren lassen. Das sind in der Regel Börsenkapitalisierungen und auch Gefahren von nächsten Blasen, die auch ganz schnell platzen können. Das hatten wir schon mal, weil die realen Werte in Form von Maschinen, Anlagen, Produktivvermögen, die dahinter stehen, werden damit ja nicht abgebildet, sondern vielfach Erwartungshaltungen, die über den Markt gemessen werden und mit der Realökonomie leider häufig nicht in einem direkten Zusammenhang stehen. Also da bin ich sehr dafür, dass wir da genauer hinschauen und auf unsere Stärken uns orientieren, die in der industriellen Wertschöpfung liegen. Frau Kaiser hat einen ganz wichtigen Hinweis gegeben. Gelingt es uns im Kontext der Digitalisierung, sowas wie Innovationsfreude herzustellen? Das gelingt immer dann, wenn Menschen auch das Gefühl der Sicherheit haben, dass der Veränderungsprozess, mit dem wir zwingend konfrontiert sein werden, nicht zu Verunsicherungen führt oder gar zu Ängsten führt, nicht zu Entgrenzungen führt. Wir erleben eine Abkopplung von Raum und Zeit. Das geht manchen Menschen viel zu schnell, dass sie das Gefühl haben, wir kommen nicht mehr mit. Und Innovationsfreude würde doch bedeuten, dass ein Schlüssel für die erfolgreiche Gestaltung der Digitalisierung, da sind wir uns alle einig, liegt in der Bildung. Und da bin ich ja selbst mit Herrn Kramer auch wieder einig, dass wir sagen, der Schlüssel zur erfolgreichen Digitalisierung liegt in der Bildung. Wir müssen deutlich mehr in Bildung investieren. Das heißt, Bildung muss auch wieder Spaß machen können. Das weckt auch Innovationsfreude, die Sie genannt haben, Frau Kaiser. Innovationsfreude auf der Grundlage von Bildung, die Spaß macht, nur Bildung, Hand auf Herz, macht gerade nicht immer so unbedingt viel Spaß. Weil der Zustand unserer Berufsschulen ist in einer Weise defizitär, dass Innovationsfreude da gar nicht aufkommen kann. Die verfügen doch gar nicht über die neuen Tools, die neuen Werkzeuge, die digitales Arbeiten in Zukunft ausmachen wird. Schaue ich mir den Zustand von vielen Schulen in Berlin, in Deutschland an. Es ist eine Katastrophe. Hochmotivierte Lehrerinnen und Lehrer, tolle pädagogische Konzepte. Nur die sanitären Einrichtungen, da möchte man seine Kinder nicht hinschicken. Das geht nicht. Es dürfte nicht länger sein, dass Banken und Versicherungen Leuchttürme dieser Republik sind, sondern Schulen, Hochschulen, Universitäten, Kitas müssen dieses leisten. Dann entsteht Innovationsfreude und Innovationsfreude muss begleitet sein auch eben durch ein Verständnis von Qualifizierung, Bildung und Lernen über die gesamte Erwerbsbiografie hinweg. Auch das ist alles nicht neu, wird häufig immer bezeichnet mit dem lebenslangen Lernen. Ich bin da für eine veränderte Begrifflichkeit, weil lebenslang hört sich immer so ein bisschen an nach lebenslänglich, Knast, will keiner. Sondern auch hier brauchen wir sowas wie eine Bildungskultur, eine Offensive, dass Menschen gerne lernen, dass sie Freude haben am Lernen. Dann entsteht sowas wie Innovationsfreude und daran mangelt es in diesem Land. Dafür müssen wir viel mehr Anstrengungen unternehmen, dass investiert wird in die frühkindliche Sozialisation und Erziehung, angefangen bei den Kitas, über die gesamte Erwerbsbiografie hinweg bis zum lebensbegleitenden Lernen am Ende. Und das sage ich auch ganz klar an die Arbeitgeber. Wir versuchen ja vieles, Herr Altmaier, den Staat zu entlasten über die Autonomie der Tarifpartner. Doch wenn die IG Metall oder Verdi am Verhandlungstisch sitzen und dann Weiterbildungsvereinbarungen abschließen wollen, dann ist das nicht gerade ein Zuckerschlecken. Weil viele Unternehmen Bildung, Weiterbildung immer nur noch aus der Perspektive von Kosten betrachten. Das sind aber nicht nur Kosten, sondern es sind Investitionen. Investitionen in die Zukunft von Unternehmen. Und da muss viel mehr geleistet werden. Auch dann kommt Innovationsfreude auf. Gut, aber auch da müssen wir uns mal die Zahlen genauer anschauen. Weiterbildung ist ein ganz elementares Stichwort. Der Weiterbildungsbedarf steigt enorm. Die Studie von WEF sagt hier, bei 2022, everyone will need an extra 101 days of learning, also 101 Tage mehr Weiterbildung bis 2022. Da dürften sich die Arbeitgeber aber freuen, wenn das zu finanzieren sein muss. Herr Kramer. Also ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Ich glaube, es ist irgendwas mit 30 oder 40 Milliarden Euro, die wir jedes Jahr für Weiterbildung in der deutschen Wirtschaft ausgeben. Das ist bei uns Tagesgeschäft, dass wir allerdings auf den Gebieten, auf denen unsere Mitarbeiter tätig sind, sie weiterbilden. Das heißt, da, wo das Unternehmen einen weitergebildeten Schweißer im Handwerksbereich, einen Informatiker im Softwarebereich
oder jemanden aus der Buchhaltung in neuesten Controlling-Verfahren braucht, bilden wir sie selber weiter. Damit gehen wir nur nicht groß zur Politik und machen Klamauk. Wir machen das einfach. Sonst wären wir, wenn wir so schlecht wären in unserer eigenen Weiterbildung unserer Leute, dann frage ich Sie, wie wären wir denn an die Spitzenposition in der volkswirtschaftlichen Begutachtung weltweit gekommen? Also es muss ja seine Gründe haben, dass wir da sind. Das ändert nichts daran, dass Herr Hoffmann recht hat, das müssen wir in Zukunft weitermachen. Ist ja gar keine Frage. Aber ohne Weiterbildung wären wir doch nie dahin gekommen, wo wir heute sind. Auch das ist wieder der Punkt, nicht immer das Haar in der Suppe suchen, sondern auch zwischendurch mal gucken, ob eigentlich die Suppe noch schmeckt. Und die scheint relativ gut zu sein zurzeit. Mhm. Ich kann aber aus unserer Erfahrung sagen, Bildung alleine reicht nicht. Also das ist super wichtig, Bildung und Weiterbildung. Aber wenn wir wirklich über Innovationsfreude sprechen, dann müssen wir die Art und Weise, wie wir Innovation fördern und entwickeln, ganz anders denken. Also wenn ich da einmal kurz hier reingehe, darin. Unser traditionelles Bild von Innovation ist, dass wir sagen, da entsteht eine tolle Idee in irgendeiner Uni, in einem R&D-Department von einem Unternehmen. Dann bringen wir diese Idee in ein Produkt. Dieses Produkt kommt auf den Markt und dann auf dem Markt wird es von Organisationen aufgenommen und dann die Verbraucher können das irgendwann am Ende benutzen. So, ja, sehr, sehr linear. Und was unsere Förderprogramme momentan machen, ist, dass wir hier anfangen. Also da, wo Ideen in den Unis und in den Unternehmen entstehen und dann erwarten wir, dass am Ende, wenn sie dann irgendwann angekommen sind, Leute begeistert sind und das ganz super finden und wenn sie nur ein bisschen mehr Bildung hätten, dann würden sie das auch gut nutzen können und verstehen können. So. Und wir haben aber, ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass auch für viele Innovationen, um überhaupt die Menschen erreichen zu können, diese Rum-Probleme haben, also dass hier bei den Menschen, hier bei den Institutionen und im Markt es extrem viele Barrieren gibt, die wir überkommen müssen, dass wir eigentlich dann da anfangen müssten. Nicht hier, wo wir sagen, wir geben jetzt noch ein bisschen mehr Geld rein in die Unis und die R&D-Department, sondern wir denken Innovation auf Englisch würde man sagen, vom User her. Ja? Wenn wir mit Digitalisierung Wohlstand für alle schaffen wollen, dann müssen wir bei alle anfangen und nicht irgendwo in diesem linearen Modell, wo wir eigentlich wissen, dass es sehr viel komplizierter ist als das. Mhm. Frau Kaiser, vielleicht brechen wir das mal runter auf den praktischen Unternehmeralltag. Sie haben ja sehr viel mit den Unternehmen zu tun. Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Wie groß ist denn die Bereitschaft der Unternehmen, sich auf solche Prozesse einzulassen? Wie groß ist die Bereitschaft, Arbeitszeiten flexibler zu gestalten, was ja auch immer ein wichtiges Stichwort im Zusammenhang mit Digitalisierung ist? Wie nehmen Sie das wahr? Also grundsätzlich glaube ich, ist ganz wichtig zu sagen, dass die Menschen sich dann weiterbilden oder bilden wollen, wenn sie wissen, was am Ende für sie bei rumkommt. Also warum und wozu. Das ist mir total wichtig bei all diesen bildungspolitischen Themen auch immer, das noch zu unterstreichen, dass wir, wenn wir als Gesamtgesellschaft in den Unternehmen oder in der Politik ganz klare Antworten finden, warum und wozu Digitalisierung, warum und wozu bestimmte Change-Prozesse und das ganz klar beantworten können, dann sind die Leute auch bereit, das mitzugeben, wenn man da ganz konkret sein kann. Und das erlebe ich auch in den Unternehmen. Was wir gerade aber in den Unternehmen erleben, aus meinem Alltag ist folgender, die Vorstände, die CEOs der Unternehmen dieser Welt gehen raus und greifen die Trendthemen auf. Ja, im Moment ist es natürlich ganz stark Digital Transformation oder Flexibilisierung oder Cultural Change, was auch immer. Also es ist so ein Buzzword-Bingo, was da gespielt wird an Veränderungsprozessen, die wir anstoßen sollen. Und dann kommen die zurück von ihren Konferenzen, sind total inspiriert, gehen in ihre Firmen zurück und dann haben sie da ein Projektteam sitzen und sagen sie, Mensch, wir müssen da jetzt mal was machen, sagt dann der Vorstand. Und was glauben Sie, was dann passiert? Nichts. Gar nichts. Genau das, was in den letzten Dekaden in Unternehmen immer und immer wieder passierte, wenn Top-Down-Change-Prozesse übergestülpt werden. Einfach so mit, das müssen wir jetzt machen, da müssen wir jetzt, wie wir anfangs mit der Folie, ja, da müssen wir jetzt mithalten, da müssen wir auch hinkommen. Aber viel wichtiger ist zu verstehen, wo wir auch das Vertrauen der Menschen ein Stück weit verloren haben. Und in Unternehmen ist es genauso, dass wir durch diese Top-Down-Change-Prozesse ganz viel Vertrauen auch verloren haben. Und trotzdem stehen alle Unternehmen gerade vor dieser Riesenherausforderung, dass sie noch so vertikal hierarchische Konstrukte sind. Und durch diese neuen Themen wie Arbeit 4.0, Digitalisierung, Flexibilisierung, diese neuen Themen auf den Markt kommen und wir versuchen, die in die alten Strukturen jetzt reinzupressen. So, Top-Down.
Und das ist ganz, ganz gefährlich, weil es nicht nachhaltig funktionieren wird, beziehungsweise die Unternehmen auch teilweise wirklich überfordert sind. Wir sprechen immer von digitalen Themen, Geschäftsmodelle, Produkte, wir denken das alle schon, aber wir vergessen, dass wir innerhalb der Firmen diese Räume brauchen, dass das überhaupt irgendwann entstehen kann. Und dazu gehören auch ganz stark natürlich die Art und Weise, wie wir arbeiten, weil wir können nicht auf der einen Seite im Zeitalter der Digitalisierung leben mit unseren Visionen und wo wir mit den Produkten hinwollen, sondern wir müssen ganz klar diese Arbeitsumgebungen in den Firmen nicht im Zeitalter dann der Industrialisierung belassen, sondern überlegen, was brauche ich für strukturelle Veränderungen, dass ich diese Innovationsräume in den Firmen überhaupt schaffen kann. Und da erleben wir ganz stark, dass es wichtig ist, die Themen wie Flexibilisierung jetzt in unserem Fall oder Wissenstransfer in den Unternehmen, was total wichtig ist, dort anzusetzen, wo es am Ende wirken muss, bei den Mitarbeitern selbst. Und wir können bestimmt aber nicht von heute auf morgen Top-Down-Systeme in Bottom-Up-Systeme ändern, das wird nicht funktionieren, aber was wir brauchen, und es soll jetzt keine Worthülse sein oder kein Buzzword, wir brauchen Lösungsräume in der Mitte. Es ist wirklich so. Es geht nicht darum, dass die Arbeitgeber auf der einen Seite ziehen und die Arbeitnehmer auf der anderen, sondern dass man sich aufeinander zubewegt und sagt, aber was können wir in der Mitte lösungsorientiert gestalten, sodass daraus Innovationspotenziale entstehen können. Und in unserem ganz konkreten Fall, wo wir eine Software ins Leben gerufen haben, wo wir die Menschen innerhalb der Firmen verbinden, die sich vielleicht noch gar nicht kennen, weil in den ganzen Social Intranets oder tausend anderen Software-Möglichkeiten in der Firma es nicht möglich ist, auch mal über Bereichsgrenzen hinweg schnell Projektteams zu matchen, weil der Abteilungsleiter schon genervt ist vom Projektleiter, weil immer derselbe abgezogen wird, der eine ITler, der Vertriebler, den man kennt, oder der eine Marketer, oder das Mentoring-Programm ja auch immer so ein elitäres, ich sage es jetzt überspitzt, aber Frauen Randgruppenförderungsprogramm oft ist, wo man dann über ein paar Monate einen Mentor und einen Mentee zusammenbringt und dann hofft, dass die gemeinsam weiterkommen und danach verpufft es wieder. Sie kennen alle den Spruch, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, und der zählt wirklich für jedes Unternehmen da draußen. Also wenn wir in unseren Mittelstand gehen oder in die großen Konzerne, wir haben dort so viel Wissen, wir haben so viel Know-how, wir müssen anfangen, die Leute zu vernetzen. Und was wir merken, wenn so ein Blue-Collar-Worker, der im Werk bei uns in der Automobilbranche arbeitet und eines Tages durch eine Vernetzung über vielleicht ein technologisches Tool eine Anfrage kriegt von einem Manager, der gerade für dieses Werk ein neues System irgendwie bauen muss und sagt, hey, du machst das seit 30 Jahren, kann ich einmal einen Tag mit dir mitlaufen und gucken, wie du das machst, weil es wäre für mich total hilfreich, damit ich nicht nur in der Theorie bleibe. Ich bin mir sicher, dass dieser Mensch am Fließband übermorgen bereit ist, ein Computersystem zu erlernen oder vielleicht seinen Kollegen in dem Werk auch weiterzugeben, weil er in dem Moment merkt, hey, Digitalisierung, Technologisierung ist auch was, wo ich mich vielleicht mit anderen Menschen verbinden kann, wo ich Teil des Systems bin und nicht irgendwie nur in meinem Werk, weil es gibt viele, und das ist auch ein wirklich absurdes Beispiel aus meiner Praxis, es gibt viele Unternehmen in Deutschland, wo die Hälfte der Belegschaft, oft die in den Werken, keine aktive Firmen-E-Mail-Adresse besitzen. Und da sprechen wir von Digitalisierung, aber merken, dass es ganz, ganz viele Bereiche gibt, wo wir jetzt hingucken müssen und schauen, wo können wir, und das ist das, was Valerie gesagt hat, Digitalisierung so erlebbar machen, dass die Menschen verstehen, was sie am Ende davon haben und wie sie davon profitieren können. Und dann bin ich mir total sicher, und das erlebe ich immer im Alltag, dass die Leute auch mitgehen, dass die bereit sind. Und da geht es nicht so von einer Idee, wir hier oben wissen jetzt, was für euch richtig ist und wir nehmen euch mit, weil das ist auch immer so ein Satz, der immer fällt, so, wir müssen alle mitnehmen. Das klingt so ein bisschen wie, wir müssen die an die Hand nehmen und denen helfen, aber darum geht es nicht, sondern wir müssen denen das Gefühl geben, mit lasst uns diese Räume gemeinsam gestalten und erlebbar machen, und dann wird es möglich sein, aber nur so. Und das ist in den Firmen genauso wie in der Gesellschaft, weil es ist, man darf nicht vergessen, die Unternehmen sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Mhm. Und das kann man aber auch nicht nur auf unternehmerischer Ebene, sondern auch als Herangehensweise für Wirtschafts- und Digitalpolitik machen. Also wenn ich Ihnen einmal ein Beispiel geben kann aus Großbritannien, nur um das mal zu zeigen, wie das gehen könnte. Dort ist es so, dass wir, also Nestle wurde ja gegründet, um dafür zu sorgen, dass wir diese Freiräume schaffen, damit Innovation und Digitalisierung endlich mal im Alltag ausprobiert werden kann. Also Nestle ist ursprünglich von der britischen Regierung gegründet worden, ne? Ganz genau, ganz genau. Da haben sich die Briten gesagt, Mensch, wenn in diesem Innovationsmodell hier
bei den Menschen in der Gesellschaft, im Markt eigentlich die ganzen Knoten sind, die wir zum Platzen bringen müssen, damit unsere ganzen tollen Ideen mal eine Chance haben und mal den Raum zu bekommen. Wieso fangen wir dann nicht eigentlich hier an? Dann haben sie Nesta gegründet und Nesta eine 500 Millionen Euro mittlerweile gegeben und wir sind dafür verantwortlich, diese Freiräume zu bauen. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel, wie man das machen kann. Ja? Wir fangen immer bei der Frage an, wofür wollen wir eigentlich Technologie? Technologie ist nie Selbstzweck und wenn wir Technologie als Mittel zu etwas benutzen, dann entsteht daraus dieser Wohlstand für alle Zukunft. Ja? Und diese Beispiele, die ich am Anfang gegeben habe, wie die Herzinfarkt-App in den Krankenwagen und die Drohnen, die rumfliegen können, die können das heute, weil wir gesagt haben, wir starten mit der Frage, was für Herausforderungen wollen wir eigentlich in unserer Gesellschaft lösen? Zum Beispiel, wie wollen wir in Städten in Zukunft leben? Und dann beginnen wir mit dieser Frage und bringen gleich am Anfang die verschiedenen Gruppen zusammen. Also dann wären von Ihnen und aus der Startup-Welt, aus der Politik, aus den Regulierungsbehörden die Leute zusammen und wir sagen, was für Herausforderungen wollen wir jetzt zum Beispiel in dieser Stadt lösen. Und dann, was wir dann machen, ist, dass wir über das ganze Land Experimentierräume aufbauen. Das sind manchmal Sandboxes, das sind manchmal Testbeds, das sind manchmal Experimente in Organisationen und Unternehmen und diese Experimentierräume, die gestalten wir so, dass innerhalb dieser Räume auch regulatorische Hürden zum Teil abgebaut werden bzw. entspannt werden. Das heißt, man hat plötzlich Räume, wo man Zukunft mal bauen kann und Zukunft mal testen kann. Und innerhalb dieser Räume bauen wir dann oft Innovationswettbewerbe, ja, weil Wettbewerb ist extrem wichtig, um neue gute Ideen vorauszubringen. Also da wir im Ludwig-Erhard-Saal sitzen, ich bin mir sicher, Ludwig Erhard wäre Riesen-Nester-Fan gewesen. Und dann bauen wir diese Innovationsräume und sagen, die Sandbox ist jetzt offen. Jetzt können Unternehmen oder Sozialunternehmer oder Unis oder Firmen oder Gewerkschaftsverbände, wer auch immer die beste Lösung hat, um unsere Herausforderungen lösen zu können, können dann in diesen Sandboxen, in diesen Zukunftsexperimentierräumen mal ihre Sachen ausprobieren und können zu verschiedenen Zeitpunkten reinkommen und wir messen dann und finden heraus, was funktioniert eigentlich nicht. Und nach den wenigen Monaten, nach den ersten Monaten haben wir dann schon Daten, dann haben wir danach wieder mehr Daten und können dann verstehen, wo liegen eigentlich die Potenziale und die Risiken von neuen Technologien. Wie können wir das eigentlich im Alltag wirklich nutzbar machen? Also wie fühlen sich die Gewerkschaften oder die Leute, die sie vertreten, wenn neue Technologien in ihre Organisation eingebaut werden? Was sagen die Arbeitgeber dazu? Was sagen die Startups? Was sagt die Politik? Was für Regulierung vielleicht momentan nicht mehr so passend ist, was man aber auch in Zukunft vielleicht gestalten müsste, damit auch eben Technologie nicht Selbstzweck wird, sondern so viel Möglichkeiten für alle schafft wie möglich. Und das ist eine Arbeitsweise, die wir auf alle möglichen Herausforderungen anwenden. Also ob es ist Städteleben, ob es große Fragen sind, wie wir die Energiewende gestalten, ob es Fragen sind, wie wir Gesundheit in Zukunft organisieren. Und das Wichtige daran ist, und nur um das mal von dem Unternehmen jetzt zur Politik hochzubringen, wenn wir diese Experimentierräume schaffen und da mit Tools arbeiten, die eben nicht die runden Tische sind und nicht ein traditionelles Förderprogramm, was es uns dann erlaubt, ist, dass Politik antizipativ werden kann. Also es nimmt, Sie haben das ja gesagt, Herr Altmaier, unsere Herausforderung auch politisch ist, wir wollen nicht immer hinterherhecheln. Wir wollen nicht immer sagen, die anderen bauen das irgendwo in den USA und dann müssen wir mit diesen Regeln plötzlich leben und dann am Ende so ein bisschen rumregulieren und gucken, naja, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Was man mit diesen Experimentiertools, die wir bei Nesta jetzt über die letzten 20 Jahre entwickelt haben, machen kann, ist, dass man sagt, wir bauen Zukunft hier und wir erlauben unseren Innovatoren, egal wo sie sind, ihre Sachen mal auszuprobieren. Ja, also es ist bildlich gesprochen so, als wenn Sie sich vorstellen, momentan sitzen wir in runden Tischen in unseren Kommissionen und in der Baustelle bauen aber andere. Und wenn die dann irgendwann das Betonhaus aufgebaut haben, dann sagen sie so, du darfst jetzt noch aussuchen, ob du die eine Wand jetzt blau oder grün streichst. Und was wir aber machen können, und das können wir auch hier in Deutschland machen, ist, dass wir sagen, nein, wir bauen diese Experimentierräume selbst mit zig Tools, die schon in anderen Ländern super funktionieren und dass wir dann vom runden Tisch in die Baustelle selber reinkommen und sagen können, und wir entscheiden jetzt, wie eigentlich hier gebaut werden soll, was für eine Zukunft wir haben möchten und was für Leitplanken wir auch dann auch wertesystemmäßig dann einbauen können. Gut, wie sieht es aus mit diesen Experimentierräumen, Herr Kramer? Also dieses staatliche System scheint hier am meisten Applaus zu kriegen. Ich denke mir gerade,
bei dem Wahnsinnsvorbild Großbritannien. Möglicherweise hätten die ihr System vor dem Austritt aus dem Eingang in das Brexit-Verfahren vielleicht brauchen können. Dann hätten die möglicherweise das mit den Experimentierräumen vorher mal geklärt. Also ich gebe zu, ich bin da ein bisschen staatsferner und denke da etwas vielleicht näher am Unternehmen und wie man das als Unternehmen lösen kann. Denn alle in die Sandkästen zu schicken, wir müssen zwischendurch natürlich sehen, dass wir unsere Baustellen, wir sind ein Montageunternehmen, ich bin ein mittelständischer Unternehmer, Sie nehmen mich möglicherweise als Verbandsfunktionär wahr, ich bin ein mittelständischer Unternehmer, der hier sitzt. Das heißt, ich muss am Monatsende sehen, dass meine Baustelle tatsächlich fertig wird. Und das für die Zukunft aufzustellen, das ist die Herausforderung der Unternehmen und das mit neuen Techniken, neuen Menschen und anderen Möglichkeiten, die wir in der Vergangenheit nicht hatten. Und dann bin ich vielleicht etwas eher bei Frau Kaiser und sage, und da holen wir uns dann eben Rat von außen. Weil Sie haben vorhin einen Prozess richtig beschrieben. Unternehmen haben ja auch eine Historie, haben eine Entwicklung, haben Erfahrungen. Und wenn die Jahrzehnte alt sind, decken die sich nicht automatisch mit dem, was wir jetzt an neuen Dingen brauchen. Und das aufzubrechen und in etwas Neues hinzuführen, also auch die Menschen mitzunehmen, die natürlich dann von ihren gewohnten Erfahrungen Abstand nehmen müssen. Das ist eigentlich der schwierige Prozess im Unternehmen. Und das gelingt top-down nicht. Bin ich ganz dicht bei. Ich habe es mal versucht, es ging schief, ich weiß das, es geht nicht. Von unten kommt es aber nicht, wenn Sie nicht zufälligerweise ganz pfiffige, kreative Leute unten haben, denen die Kollegen den Spielraum geben. Und dann brauchen wir im Grunde genommen Berater von außen, die dieses Aufbrechen helfen. Und zwar, wie haben Sie es eben genannt, aus der Mitte heraus. Das hilft dann schon. Allerdings muss man als Unternehmer diesen Mut auch haben, das aufbrechen zu wollen. Denn sonst kann ich mit dem Unternehmensberater nichts anfangen, mit einer Firma wie Ihrer nichts anfangen. Aber machbar ist das, wenn man Persönlichkeiten von außen holt, weil die oftmals eine Möglichkeit haben, die im Unternehmen der Vorgesetzte, egal auf welcher Ebene, nicht hat, nämlich, dass man respektfrei mit ihm umgehen kann und lernen kann, ohne das Gefühl zu haben, oh, jetzt beweise ich ja gerade, dass ich was nicht weiß. Nach hinten schieben zu können, hilft leichter mit Moderatoren, mit Fachkräften von außen. Aber machbar ist das. Aber von oben muss eins anfangen, nämlich der Wille, es verändern zu wollen. Das muss schon top-down losgehen. Mhm. Herr Kramer, ich muss gerade schmunzeln. Wir haben eine Postkarte, die am besten läuft bei unserem Merch-Material, was wir so an die Firmen geben. Und da steht drauf, warum eigene Mitarbeiter fragen, wenn es Budget für Externe gibt. Also selbst die Berater in den Firmen, ja, das muss ich jetzt nur hier kurz einwerfen. Weil auch die Berater ja oft mit einem sehr starren System in die Firmen reingehen und es braucht Top-Down-Signale, es muss gewollt sein, aber es braucht die Räume, die geschaffen werden und zwar auf pragmatische Art und Weise und authentische Art und Weise. Das wollte ich hier nur nochmal sagen, weil das ist wirklich so eine Postkarte, die ist der Renner und es liegt genau daran, dass wir dann zu oft auch Millionenbudgets in Berater stecken und dann auch nichts funktioniert, sondern wir müssen wirklich gewollt in der Mitte, so ich es nannte, die Lösungsräume auch schaffen und dafür braucht es ganz klar, wie Sie sagen, Top-Down-Signale. So, jetzt, ich wollte es nur kurz. Ja, also Räume schaffen, Herr Hoffmann. Wie sehen Sie denn die Bereitschaft der Mitarbeiter, sich da auch drauf einzulassen, auf solche Experimentierräume und Felder? Und ist es das, was Mitarbeiter im Moment auch erwarten und wollen? Oder geht es vielen wirklich vorrangig darum zu sagen, ich will erstmal eine klare Prognose dafür, wie wird sich mein Job hier entwickeln, wo geht es eigentlich lang, wie muss ich mich selber weiterbilden, wie muss ich mich aufstellen, dass ich hier überhaupt noch hochkomme und weiterkomme, individuell, als dass ich mir Gedanken über eine Innovation für mein Unternehmen mache. Wie ist das? Also erstmal finde ich ganz toll, wie Frau Mocker das Prozesshafte beschrieben hat und eine ganz wichtige Frage zum Ausgangspunkt genommen hat. Mit welchem Ziel wollen wir eigentlich technologische Innovation vorantreiben? Sind es Zielsetzungen nur, weil die Technik es hergibt oder weil wir Zielvorstellungen haben, Lebens-, Arbeitswelt für Menschen attraktiver, besser zu gestalten? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Ausgangsfrage. Und Frau Kaiser, Sie haben es übersetzt. Das, was wir an Beteiligungsräumen brauchen oder Ihre Frage, was machen wir mit den Arbeitnehmern? Auch das, was Frau Mocker beschrieben hat, Menschen mitzunehmen, dafür haben wir einen Begriff. Der ist entstanden auch aus dem Kontext der sozialen Marktwirtschaft heraus. Der heißt Partizipation, Beteiligung, Mitbestimmung.
weil wir wissen, da wo Menschen sich beteiligen können, mitwirken und auch mitbestimmen können, sind solche Innovationsprozesse in der Regel vielleicht nicht immer ganz so fix und ganz so schnell, aber sie sind nachhaltiger und erfolgreicher, weil sie natürlich auch mit die Akzeptanz der Beschäftigten fördern und die Verunsicherung und Sorgen auch minimiert, die mit solchen technologischen Innovationen einhergehen können. Also als Gewerkschafter bin ich da völlig offen, wie wir das nennen, Experimentierräume oder wie auch immer, völlig okay. Die Frage ist nur, gelingt es, dass wir die Menschen mitnehmen, dass wir Strukturen dafür haben, dass sie verbindlich auch und nicht nur beliebig an diesen Veränderungsprozessen partizipieren und beteiligt werden können. Und da haben wir einfach ein Problem. Das gelingt in vielen Unternehmen heute sehr. Ich habe mir selber Innovationsprojekte angeschaut bei Bosch. Das macht die Geschäftsführung mit dem Betriebsrat zusammen. Da sind die richtig hochgradig innovativ unterwegs, auch außerhalb der bestehenden Strukturen, wo die Betriebsräte sagen, naja, okay, wir lassen uns dann mal drauf ein. Und wir messen das letztendlich am Ergebnis und haben für die Ergebnisbewertung zwei relativ nachvollziehbare, einfache Kriterien. Wird dadurch Beschäftigung gesichert oder möglicherweise neue geschaffen? Und gelingt es uns damit, die Arbeitsbedingungen zu erleichtern, die Souveränitätsspielräume für die Beschäftigten zu erhöhen und das Ganze natürlich wirtschaftlich fürs Unternehmen erfolgreich? Da haben wir jede Menge produktive Erfahrungen in ganz vielen Branchen. Wir haben aber eine Dreiteilung unserer sozialen Marktwirtschaft oder unserer Arbeitsbeziehungen in diesem Land. Weil ich habe halt eben ganz viele Arbeitgeber und da war ja einer dieser führenden Unternehmen auf dem ersten Chart dabei. Dieses Unternehmen fängt an mit A, was wir als Kunden häufig durchaus gerne nutzen, weil da gibt es durchaus ein paar Innovationen. Wenn ich innerhalb von 24 Stunden bestimmte Produkte bestelle und die dann auch bei mir zu Hause geliefert werden, ist super. Nur wenn ich mir anschaue, was dahinter passiert mit Digitalisierung, mit Innovation, dass Menschen darunter leiden, dass Arbeitszeit erfasst wird, bis in den kleinsten Arbeitsschritt hinein. Und Stillstandzeiten 2-3 Mal innerhalb von 5 Minuten zu Abmahnungen führen, im schlimmsten Fall zu Entlassungen, dann wird Digitalisierung so eingesetzt, dass ich Leute nicht mitnehme, dass ich Leute nicht nur verunsichere, sondern verängstige und dann auch Widerstände erzeuge. Also von daher müssen wir uns, glaube ich, genau anschauen, worüber reden wir, wo haben wir Partner, mit denen wir das können. Und da bin ich sehr bereit, auch mit unseren Betriebsräten, mit unseren Personalräten neue Wege zu begehen. Wir brauchen aber stabile Rahmenbedingungen, die am Ende mit dazu beitragen, dass wir alle mitnehmen und dass wir wirklich Win-Win-Situationen erzeugen. Daran mangelt es häufig und daran müssen wir ein Stück weit arbeiten, wenn wir soziale Marktwirtschaft 4.0 auch in die Zukunft retten wollen. Jetzt läuft uns leider die Zeit ein bisschen davon, denn Sie haben noch einen Anschlusstermin, habe ich vorhin gehört. Müssen weg? Ja? Ja? Ja, Sie müssen gleich los, ne? So, insofern. Nein, aber ich glaube, dass wir eins erfahren und gelernt haben, natürlich, das Ganze ist wirklich ein richtiger Kulturwandel im Grunde genommen, der stattfinden muss und den müssen wir gestalten. Wie? Da haben wir vielleicht so ein paar Triggerpunkte jetzt hier gehört und insofern ein bisschen versucht, hier eine Disruption, eine kleine entstehen zu lassen auf der Bühne. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie mit uns diskutiert haben. Frau Mocker, Frau Kaiser, Herr Kramer, Herr Hoffmann. Danke sehr. Ich bin gespannt, was da die Reaktion der Politik ist, denn einiges ging ja auch in Richtung Politik. Herr Altmaier, Sie haben das Schlusswort nun. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Diskutantinnen und Diskutanten, liebe Moderatorin, meine Damen und Herren, das war ungeheuer spannend. Ich glaube, wir haben gesehen, wie viele Facetten diese Diskussion hat und wir haben nicht nur vermutlich, sondern ganz gewiss noch nicht alle Facetten beleuchtet. Es gab viel Übereinstimmung, es gab auch Unterschiede und das ist gut so. Denn es geht eigentlich nicht so sehr darum, ob wir das eine oder das andere machen, nicht um entweder oder, sondern in vielen Fällen um sowohl als auch. Wenn wir uns darüber beklagen, dass sich so wenig junge Menschen selbstständig machen und bereit sind, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, dann können wir das vielleicht erreichen, indem wir ihnen Freiräume geben, innovativ tätig zu sein, etwas zu verändern, etwas auszuprobieren. Ich habe mich erinnert, als mein Vater noch Bergmann war,
da gab es das betriebliche Vorschlags- und Verbesserungswesen, wo die Beschäftigten aufgefordert wurden, aus ihrem Arbeitserleben Vorschläge zu machen, wie man Produktionsabläufe besser, effizienter, menschlicher, humaner gestalten kann. Und das hat viele Menschen inspiriert. Einige davon sind später selbstständig geworden. Ich habe mir überlegt, Herr Bundestagsvizepräsident, ob wir nicht mal in der Bundestagsverwaltung und im Bundeswirtschaftsministerium so einen Versuch machen sollten. Denn ich glaube, auch die öffentliche Verwaltung ist für Verbesserung, obwohl wir schon sehr, sehr gut sind natürlich, aber für Verbesserung in dem einen oder anderen Bereich noch verfügbar. Oder aber, wenn wir sagen, wir wollen diese jungen Menschen ermuntern, sich selbstständig zu machen, und dann wissen wir auch, dass es bestimmte innovative Herausforderungen gibt, die man nicht im Kartoffeldruckverfahren bestehen kann und die kein einziger Mensch und auch kein einziges mittelständisches Unternehmen für sich alleine bewältigen kann. Wenn es nämlich darum geht, dass wir mithalten mit denen, die Hunderte von Entwicklern und Ingenieuren an eine große Aufgabe setzen, der Airbus wäre damals nicht entwickelt worden von mittelständischen Luftfahrtunternehmen und er hätte niemals mit Boeing und McDonnell Douglas aufschließen können, wenn es nicht den Mut gehabt hätte, einen großen industriellen Akteur zu konstruieren, nicht gegen die Marktwirtschaft, sondern um dafür zu sorgen, dass die Marktwirtschaft weltweit funktioniert und dass es Konkurrenz und Wettbewerb gibt. Und so müssen wir uns die Bereiche anschauen, wo wir etwas tun und etwas verändern müssen und können. Das ist eine spannende Aufgabe. Ich war mit der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung in der letzten Woche in Israel. Und wir haben dort einen Workshop veranstaltet mit deutschen Unternehmen und jungen israelischen Start-ups, die mit diesen Unternehmen zusammenarbeiten. Und lieber Herr Kramer, lieber Herr Hoffmann, wir sind ja auch stolz auf unsere Start-ups in Berlin hier und in Köln und in München. Aber Israel hat inzwischen einen Ruf wie Donnerhall weltweit. Und sobald man über Israel spricht, sagen fast jeden, den ich frage, sagt, ja, Start-ups. Die sind da vorneweg dabei. Das ist ein Teil des Brands dieses Landes geworden. So wie die Autos, ja, und die Maschinen und die optischen Geräte ein Teil unseres Brands geworden sind und immer noch sind. Und das sollen sie auch in Zukunft bleiben. Also lassen Sie uns gemeinsam darüber reden, wie eine Agenda aussehen kann und soll, die alle diese Dinge miteinander verbindet. Sie haben gesagt, lieber Herr Hoffmann, auf Sie eingehend, liebe Frau Kaiser, dass wir halt eben auch erklären müssen, dass Innovation im Interesse der Menschen ist. Das ist sie auch in vielen Fällen, weil sie das Leben einfacher macht. Wenn wir zum Beispiel eine Maschine haben könnten, die dem Bauarbeiter dabei hilft, die schweren Steine an die richtige Position zu bringen, mit Fingerspitzengefühl und Sensorik, so wie das heute auch technologisch bereits machbar ist. Aber es gibt auch Bereiche, wo Innovation und Fortschritt wesentlich sind, ob man im globalen Maßstab seine Wettbewerbsfähigkeit erhält. Das mittelständische Unternehmen in meinem Wahlkreis, das Infusionsbeutel herstellt und damit ganze Länder in Mittel- oder Südamerika beliefert, weil sie dort quasi ein Monopol sich erarbeitet haben. Wenn dieses Unternehmen die Digitalisierung verpasst und ein anderes Unternehmen in China erkennt, dass man 30-40% der Kosten sparen kann durch neue intelligente Produktionsprozesse, dann kriegt es eines Tages keine Aufträge mehr und fragt sich, was passiert ist. Und wir können nicht darauf vertrauen, dass alle diese Unternehmen von sich aus erkennen, was in anderen Ländern vor sich geht, welche Innovation stattfindet. Ja, und ich glaube, Sie waren das eben, die gesagt hat, in Großbritannien dürfen die Drohnen schon fliegen. Ich kann mich erinnern, als ich Kanzleramtsminister war, habe ich mit dem Verkehrsminister mir einen epischen Streit geliefert, wie wir eine Regulierung so machen, dass wir Drohnen einsetzen dürfen. Und damals habe ich dann, weil ich auch für andere Ministerien noch zuständig war, am Ende aufgegeben, weil da war ein Punkt in der Regulierung, dass Drohnen nicht über private Grundstücke fliegen dürfen. Wenn aber eine Drohne irgendwo hinkommen soll, auf möglichst schnellen Weg von A und B, muss sie über private Grundstücke fliegen, damit sie ihr Ziel erreicht. Und deshalb ist die Frage, schaffen wir es zum Beispiel, ein Reallabor zu machen, wo wir den Drohnen Leine lassen, wo wir sie fliegen lassen, wo wir solche Anwendungen ausprobieren. Oder warten wir, bis die Anwendungen aus Großbritannien zu uns herüberkommen. Also, wir haben genügend Stoff, um nachzudenken beim Empfang. Ich danke allen, die gekommen sind, allen, die geblieben sind. Danke denen, die uns diese spannenden Einblicke verschafft haben und wünsche allen Beteiligten noch einen guten Abend. Vielen Dank.